Gott, das war plötzlich hell. War doch eben noch dunkel. So. Wo müssen wir hin? Ja. Da müssen wir hin, ne? Glaube ich. Ja. Benachbart das Areal. Das Gewitter ist da. Ich kann gar nicht mit Gewitter. Nee, Gewitter mag ich auch nicht so. Gewitter sind auch nicht ganz so meins. Also wenn ich im Haus bin, geht das. Wenn ich draußen bin, ist das dann schon nicht ganz so schön. Wir nehmen die dicke Katze. Warte, damit ich mich nicht verfliege. Und jetzt direkt in ein Gebiet, in dem man nicht fliegen kann. Neige schon wieder dazu, auf Suche zu gehen. Über Abalazias Rückgrat, die gewaltige Gebirgsformation, die den Kontinent Aldena von Ost nach West durchzieht, gelangten sie an den Fuß des Zoom-Al, dessen karge Flanken unter Nebelschwaden lagen. Ja, das glaube ich. Schlimmste ist, wenn Blitz einschlägt. Den Ort, den man als die Heimat der Drachen und ihre bedeutendste Stätte kennt. Ich hab da eine Quelle gefunden. Warte, die hole ich mir als erstes. Luna, du schaffst das schon. Alles wird gut. Noch bin ich ja da. Okay, Freunde. Kann ich aber noch nicht machen. So, das ist dann die erste hier, ne? Ja. Kopfhörer auf, Max. Decke über den Kopf und fertig. Ja, so habe ich das früher auch immer gemacht. Wie gesagt, mittlerweile geht's, solange ich nicht draußen bin. Wenn ich draußen bin, ist es schlimm. Bis wenn meine Familie das WLAN ausmacht. Schlimm ist, wenn das WLAN einfach abbricht. Wir hatten ein einziges Mal, da war ich aber noch klein, tatsächlich Stromausfall. Obwohl das Gewitter gar nicht bei uns war. Sondern, ja, quasi auf der anderen Seite der Stadt. Das heißt, wir haben da gar nicht so viel von mitgekriegt. Eigentlich. Halt nur der Stromausfall. In der ganzen City. Oder kann ich das mittlerweile schon machen? Habe ich die Quest dafür erfolgreich absolviert? Ich weiß gerade gar nicht. Gott, ich will wieder fliegen können. Mama? Richtung Westen. Richtung Westen wäre dann. Ja, in diese Richtung. Kannst du es machen? Ah, okay. Da! Da ist sie. Ich habe sie gefunden! Die war einfach zu finden. So, und wenn sie nicht gestorben sind, dann hüpfen sie noch heute.
Tächen. Können musst du den auf. Ah, okay. Also ich tatsächlich kann ich es noch nicht machen. Muss ich noch ein bisschen weiter spielen. Im Hauptszenario. Nee. Wo kann ich das Ding abgeben? Hier drin? Ja. Töchchen. Na, sieh mal einer an. Gäste sind hier ein seltener Anblick. Was verschafft uns die Ehre? Hast du hast dir die Augen also nicht auspicken lassen? Das freut dich. Meine Gefährten und ich wollen dem Sumal erklimmen und hoffen, hier von dem beschwerlichen Aufstieg nur etwas rasten zu können. Nichts lieber ist das. Bleibt so lange ihr wollt. Was eure Reise betrifft, möchte ich euch allerdings warnen. Es ist momentan nicht gerade ungefährlich, den Schokobo-Wald zu verlassen. Die Drachen sind blutrünstig, wie lange nicht mehr. Und hier im Wald sind wir sicher? Du wagst dich nach Dravania, ohne das zu wissen? Hut ab! Das dichte Laub der Baumwipfel schützt uns vor den hungrigen Blicken der Drachen. Sowohl uns Jäger als auch die wilden Tiere. Die Drachen jagen auf freier Flur. Ach so. Und nicht nur die Drachen machen mir Sorgen. Wie ich dich kenne, wirst du dir meine Warnung zwar sowieso nicht zu Herzen nehmen, aber guten Gewissens kann ich euch nicht nach Westen ziehen lassen. Ja. Winde der Quelle. Ja, nehmen wir doch direkt an. Werden wir jetzt vielleicht noch nicht machen. Das ist eh zu lang, der Wort. Aber wir haben sie schon mal. Die Gnad greifen Jäger an? Als ich hier noch lebte, gab es das nicht. Du hast hier gelebt? Ja, ich hatte durch die siebte Katastrophe meine Familie verloren und war vor der Kälte aus Kyrtas geflohen. Im Schokobo-Wald fand ich Zuflucht, bis ich eines Tages vom Weg abkam und mich im Reich der Drachen wiederfand. Dort begegnete ich, ja, der zur Jagd von seinem Berg herabgestiegen war. Ich kann es bis jetzt nicht aussprechen. So überwältigt war ich von seiner Präsenz und von dem, was die Kraft des Transzendierens mir zeigte, dass ich die Besinnung verlor. Las mich auf und pflegte mich in Flederhag gesund. Ich lebte danach einige Jahre hier. Verstehe, und diese Gnad haben euch damals in Frieden gelassen? Ja, zumindest solange wir nicht in ihr Hoheitsgebiet eindrangen. Sie haben nämlich einen ausgeprägten Territorialsinn. Ansonsten ließen sie durchaus mit sich reden. Wir haben sogar etwas Handel mit einigen von ihnen getrieben. Tja, die Zeit der großen Freundschaft scheint jedenfalls vorbei zu sein. Ja. Was auch immer der Grund dafür ist, wir sollten versuchen, ihnen möglichst aus dem Weg zu gehen. Aber im Zweifel müssen wir kämpfen. Für Unwege fehlt uns die Zeit. Wohl wahr. Lass uns der Straße bis zu den Ruinen am Fuße des Berges folgen. Zu der Statue, die man den Befleckten nennt. Von dort führt ein Weg hinauf auf den Gipfel. Die meine durch. Mach das, Luna. Ja. Da vorne haben wir auch noch jemanden. Was? Guck mich, da wurde das Kapitel. Was wurde hinzugefügt? Muss ich dann
enthaltene Orte als beliebige Klasse oder Jobs bis Stufe 50 oder höher besuchen. Um Routine zu erwerben, denkt daran, dass die Beschreibung Hinweise auf bestimmte Kunden ist. What? Bitte? Hä? Logisch. Ganz klar. Wirklich. Okay. Kokobo? Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, aber wir machen einfach erstmal. Wilde Schokobos. Oh, ich will immer noch ein Schokobo-Kuscheltier. Richtung Südost. Okay, da kann mein Schokobo nicht hochspringen. Wird aber nicht besser hier. Wo in die Richtung da? Egal. Bettchen. Da! Wir haben eine gefunden! Das wird wieder Ewigkeiten dauern. Südwest. Was denn nicht da? Hm? Gut, Richtung Westen ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ist ja schon eher Westen, ne? Jetzt Richtung Nordwest. 300 Jahren wissen wir, wo wir hin müssen. Nordwest. Pass auf, da oben! Komm schon. Ja, 100 pro, ne? Da. Da! Von. Ist ja fast die Richtung. So, wie die der Quelle? Süden. Ja gut, Süden ist jetzt die falsche Richtung.
Hier galoppieren wir jetzt nicht hin. Wir sind nach da unten. Machen wir nicht. Nee, nee. Scheint aber ein riesiges Gebiet zu sein. Löchchen. Okay, jetzt können wir Richtung Süden. Ich finde es aber schön, dass sie hier den Schokobo-Wald mit eingebaut haben. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Noch weiter nach da. Das ist der Zielort. Die Gnat haben uns keine Wahl gelassen. Nun, jetzt sind wir hier und ich muss sagen, diese Architektur ist faszinierend. Sie erinnert mich an den Baustil in Ishgard und ist doch völlig anders. Dein Blick ist aufmerksam, Alfino. Die Bauwerke hier entstammen der Zeit vor dem Tausendjährigen Krieg. Sie wurden von Drachen und Ishgardern gemeinsam errichtet. Die Drachen und wir sollen das gebaut haben? Ich hielt den Schutt für Überreste von euch Heretikern. Kann ja jeder behaupten. Glaub ruhig weiter an deine verblendeten Lehren. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Fang jetzt bitte nicht an zu streiten. Wir haben so schon genug Probleme. Sagst du doch auch mal was? Ja. Wir verfolgen das selbe Ziel. So, eventuell. Gut gesprochen, wir haben ein gemeinsames Ziel und dürfen uns nicht von Vorurteilen davon abbringen lassen. Außerdem hat er da ja die Kraft, in die Vergangenheit zu sehen. Ja, manchmal. Beschränkt. Vielleicht haben wir jetzt Glück und ihr ist schon bald wieder eine Vision vergönnt. An der wird sicher noch einmal ihr zweifeln. Oder Estinien, glaube ich. Also gut, bis die Kriegerin des Lichts mich vom Gegenteil überzeugt, lasse ich Eisherz in Ruhe. Wir werden bald schon bald sehen, welche im Recht und im Unrecht ist. Ralfuska hat mir gezeigt, was geschah. Er wird es auch bei Adaria tun. Ja, eventuell würde das. Würde mich da noch nicht so ganz drauf verlassen. Es könnte doch in die Hose gehen. Nein. Siehst du die gewaltigen Türme im Westen? Die Ishgard nennen sie Trinair Annex. Mittlerweile leben Drachen in ihren Ruinen. Wenn wir den Gipfel des Som Al erklimmen wollen, brauchen wir ihre Unterstützung. Keine Angst, sie sind meine Freunde. Sie werden euch kein Haar krümmen. Mehr Sorgen bereitet mir die Gnat. Wir sollten die Umgebung genau im Auge behalten. Na, Drachen, die Freunde sind. Okay. Der ist Dexter. Sehr seltsamer Name für eine Tierart. Aber okay. Ich fühle mich eher wie auf so einer Sightseeing-Tour.
weiter. Nein! Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. Gut. Man hier auch irgendwann mal wieder hoch? Wir sind nicht wieder irgendwo runterfallen. Richtung Südost. In die Richtung. Wie viel brauchen wir noch? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir suchen die erstmal zusammen, würde ich sagen. Ja, ja, lass mich mal. Ja, ihr habt es rausgetappt. Südost. Südost ist ja eher nach unten, ne? War nicht da oben. Naja, ihr lasst mich in Ruhe. Sächen. Wahrscheinlich würde ich hier eh ein paar Sekunden, ein paar Minuten vorbeikommen, aber passt schon. Ja, da oben wäre es. Ah, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also auch wieder mal. Wäre ich nicht runtergesprungen, wären wir da. Ich glaube, das große Problem liegt gerade eher daran, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Hä? Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Ah, da ist der Aufgang. Hast du keine Windquelle gefunden? Wo sieht denn ja eigentlich hätte ich sein müssen? Da. Denn. So. Dann mal harmonisieren. Richtung Nordwest. Ja gut, Nordwest passt ja erstmal. Okay, wir sind zumindest in richtiger Richtung unterwegs.
Ah, da vorne stehen sie. Okay, dann irgendwo in die Richtung. Die wollen wahrscheinlich da rein. Okay. Den einmal nach da vorne. Ach, da hinten. Wind-Ether-Quellen sehe ich noch nicht. Da vorne ist einer. Sehr gut. Ey, lass wieder hoch. Ich weiß gar nicht, wie viele sind es jetzt noch? Drei? Vier? Von denen, die wir so suchen müssen? Sind drei noch. Dann noch fünf Quest-Dinger. Hier sind wir auch fertig. Da oben können wir dann auch schon die Quest abgeben. Super. Ja, aber nur ein ganz ungutes Gefühl, was diese Festung da angeht. Oh, wenn das wieder eine Inni ist, ne? Die mache ich heute aber nicht mehr. Inni würde ich dann erst im nächsten Mal machen. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Widofnir. Geiler Name. Wen dürfen meine alten Augen da erblicken? Die kleine Isel. Was hätte ich dich und deine Begleiter für Gnad gehalten und mit einem Feuerschwall begrüßt? O Widofnir, wie hast du mir gefehlt. Ich wünschte, wir treffen uns unter erfreulicheren Umständen. Wie es scheint, führt dich ein Anliegen von größter Wichtigkeit hierher. Sprich, mein Kind, welche Last erdrückt dein Herz? Du möchtest, dass Vater Nidhogg zur Vernunft bringt? Das würde diesen Krieg ohne weiteres Blutvergießen beenden. Ein hehres Ansinnen. Doch klingt es hohl aus dem Mund eines Mädchens, dessen Begleiter das Auge Nidhoggs trägt. Ja. Ich würde ihn ja verspeisen. Ich muss mich nicht vor dir rechtfertigen, Drache. Wenn du möchtest,
füge ich meiner Sammlung gern noch deins hinzu. Ach, komm. Estinien, wir kommen in friedlicher Absicht. Vater hat uns untersagt, Zwietracht nach Dravania dringen zu lassen. Nur deshalb werde ich dein Leben verschonen, Drachenreiter. Vidofnir, wir müssen Resvelga unser Anliegen selbst vortragen. Mit unseren eigenen Worten. Bitte, lass uns Som Aal erklimmen. Für dich wäre ich in der Tat gewillt, dies zu tun, meine kleine Freundin. Doch augenblicklich obliegt es mir, meine Kinder vor dem Gott der Gnade zu schützen. Einen Gott? Die Gnade haben einen Prima Ehe beschworen? Wenn wir dieses Problem für dich aus der Welt schaffen würden, wärest du dann bereit, Isels Bitte stattzugeben? Ihr wollt vollbringen, woran wir Drachen bislang scheiterten? Mhm. Also von wohin kann keine Rede sein, aber... Beweist, dass euren Worten Taten folgen. Ich werde gebannt eurer Rückkehr harren. Wieder ein Kampf um des Friedens willen. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Ja, wenigstens kann ich nie. Ja, soll ich nochmal kurz hochkommen? Gerade publik, Herzi? Soll ich dir noch ein Bussi auf die Wange drücken? Okay, dann bin ich gleich da. Huch. Nein, ich habe den Schuh weggekickt. So, ich hab's gleich. Okay. Dann bis gleich. Und dann werde ich mich aber auch so langsam Richtung Bett begeben. Kann ich nämlich noch ein bisschen lesen und ja, ne? So, den anderen Kletterer-Detsch machen, so das hier will ich erstmal einmal kurz harmonisieren. Jetzt sieht das geil aus hier. Juhu. Ah, das ist denn hier jetzt. Töchchen. Schlimm wird's natürlich, wenn wir dann noch was mit dem Prima hier haben müssen. Weil ich glaube kaum, dass wir heute noch eine Gruppe dafür zusammenkriegen. Wage es zumindest zu bezweifeln. Südwest. Ja, Südwest ist ja in dieser Richtung, ne? Okay, Richtung Westen. Okay, dann müsste es hier eigentlich irgendwo sein. Da! Das ist ja geil. Haha! Gefunden. Harmonisieren, harmonisieren. Und eine Windätherquelle. Sehr schön. Hm.
Gibt es noch welche? Zwei Stück. Richtung Norden. Ach, das wäre dann eher nach da, ne? Okay, ja gut, dann. Ja, beenden wir die Suche danach auf jeden Fall erstmal. Wobei, warte mal. Das einfach erstmal machen. Warte mal. So. Hallo Kurumi. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Bei diesen höllischen Temperaturen. Ihr seid schon zurück? War wohl doch zu gefährlich außerhalb des Waldes. Hm? Oh, war es nicht? Ihr seid gekommen, um etwas über den Glauben der Gnad zu erfahren? Mhm. Die Gnad haben einen Prima-Ehe beschworen. Bei Halone. Ich wusste gar nicht, dass sie zu sowas imstande sind. Ich fürchte, wir wissen weniger über den Willensstamm, als ihr euch erhofft habt. Als Bestes, mir geht's gut bei mir in der Wohnung ist Q. Sehr schön. Sehr schön. Bei uns leider nicht. Also hier im Keller geht's, aber oben ist es halt wirklich höllisch. Das sind Temperaturen, die mag man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, vorhin hatten wir 31 Grad oben im Haus. Draußen sind schon unter 30. Ist nicht schön. Aber vielleicht kann euch jemand anderes weiterhelfen. Nordwestlich von hier leben ein paar ausgestoßene Gnad, die mit ihren kriegerischen Artgenossen nicht viel im Hut haben. Die Wart. Einige von ihnen treiben sogar Handel mit uns. Wenn ihr ihre Gunst mit einer kleinen Aufmerksamkeit gewinnt, sind sie vielleicht gesprächsbereit. Das ist ein Versuch wert. Worüber würden sie sich denn freuen? Ich habe 21 Grad. Oh, das ist geil. Ich glaube, jeder wäre jetzt froh, wenn er 21 Grad hätte. Also der ein oder andere jetzt hier im Chat hatte auch so eine kleine Klimaanlage. Das besitzen wir leider nicht. Und unsere Tiere gehen gerade auch so gefühlt auf Zahnfleisch. Die liegen eigentlich nur noch in der Ecke und tun nichts. Bewährt haben sich der Nektar fleischfressender Fliegenfallen, Früchte des Siebenschimmelbaums und Nanka-Fleisch. Am besten teilt ihr euch auf, um alles zu besorgen. Das Aufteilen werde wohl ich allein übernehmen. Dann kümmere ich mich um die Früchte. Die hohen Baumwipfel verlangen geradezu nach einem sprungfähigen... Das war gut. In Ordnung. Um den Nektar werden Alfino und ich uns kümmern. Unsere Magie sollte uns gegen die Pflanzen vom Vorteil sein. Dann bleibt für dich wohl das Nanka-Fleisch übrig. Wir wollen nicht geizig sein, also besorg 3 Stücke davon. Bedienen kannst du dich bei Fluss Nankas im Bett des Weilandflusses. Es gibt einen bestimmten Ort, an dem wir unsere Geschenke ablegen, wenn wir mit dem Wart handeln wollen. Ich markiere ihn dir auf deiner Karte. Vielen Dank, das ist eine große Hilfe. Ja. Also gut, auf ans Werk. Wir sammeln uns am Treffpunkt den Marchand markiert hat. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich kann kein Französisch. So. Ja, ne, dann wollen wir mal. Ja, da kommen wir nicht durch, ne? Hier so eine kleine Sackgasse. Wie weit ist das entfernt von uns? Richtung Osten jetzt. Gut, wenn wir jetzt so nah dran sind. Ein Kurier-Schokobo.
Richtung Nordost. Komme ich da hoch? Ja. Hier ist wieder Richtung Osten. Dann brauchen wir gleich nur noch eine Windätherquelle. Okay, hier ist auf jeden Fall... Da. Ich glaube, da kriegen wir noch eine Quest für die Dinger. Suchen und mit den Jägern sprechen, okay. Ach, ja, okay, das gehört jetzt wieder ein Quest dazu. Ich verstehe. Ah, okay, und das ist dann irgendwo da ganz hinten. Wieder da oder da? Das werden wir dann durch Zufall irgendwann mal finden. Wir haben eh noch nicht alle Quests zusammen. Leider. Wahrscheinlich können wir hier auch erst wieder fliegen, wenn wir mit dem Gebiet durch sind. Okay, da komme ich nicht hoch. Komme ich hier irgendwo hoch? Ja, von da komme ich aber trotzdem nicht. Komme ich leider nicht ran. Schade. Wirklich, wirklich. Ah, dann muss ich einmal hier lang. Den langen Weg drumherum. Hier hoch. Bender-Snatch. Gab's den Bender-Snatch nicht auch bei Alice im Wunderland? Der neuen Verfilmung, die es da gab? Bender-Snatch? Ich meine, da war irgendwas. So. Nee, komische Mücken. Ah nee, es war ein Floh. Entschuldigung. Es war ein Riesenfloh. Nee, der Fluss da vorne. Die Flusszweigung. Genau hier. Qualmende Öde. Ist da vorne, müsste die Landkasse sein. Ja. Okay, wir brauchen die Kleinen davon. Alles gut. Passt. Oh, ich liebe die eine Attacke. Echt cool. Ah ne, wir brauchten ja nur noch eins. Na egal, jetzt haben wir nur zwei. Okay, das wäre nach oben hin.
Ja. Die Quest wäre wirklich nach oben. Oh, egal. Wir machen erstmal hier die Hauptquest weiter. Die hat es ein bisschen eiliger. Der Unverbundenen. Die Geschenke für die Wart hätten wir. Jetzt müssen wir nur noch sie nur noch hier ablegen. Kannst du das? Hm, keine Spur von den Wart. Ob Monchon sich vielleicht mit dem Ort vertan hat? Nicht so ungeduldig, Kleiner. Ich glaube, wir bekommen Besuch. No. Die erinnern mich ein bisschen an die... Gott, wie hießen die denn? Komischen Viecher aus Teil 12. Die in dieser... Oh, Sandwüste da gelebt haben. Wen haben wir denn da? Klick-Klack. Jäger aus dem Wald. Und ein wohliger Duftschlag in unsere Nase. Fliegenfallen-Nektar. Sieben Himmelfrüchte. Und Nankerfleisch. Oh mein Gott. Ihr wisst, was wir Wart mögen. Vielen Dank für diese tollen Gaben. Wenn ihr handeln wollt, dann kommt in unser Dorf. Wir leben bescheiden, doch unser Räucherwerk hält die Sachen fern. Bleibt unsere Gäste, solange ihr wollt. Klick-Klack. Modrig. Und eng. Das Leben ist streng. Mein Gott. Aber angenehmer als im Magen eines Drachen. Nun kommt. Ziert euch nicht. Wie niedlich. Echt niedlich. Jo, dann folgen wir den nochmal. Ah, jetzt ist doof. Stimmt, das... Ach ja, das war das, wo wir vorhin einmal kurz durchgeschlüpft sind. Da. Ihr seid gekommen, um mit uns zu handeln, Jäger. Ihre Geschenke waren sehr großzügig, Klick. Sprecht, was ihr euer... Was ist euer Begehr? Wir wollen in der Tat etwas von euch, weiser Wart. Allerdings keine Waren, sondern Informationen. Geht um den Primaheld, den euer Volk beschworen hat. Ihr wollt mit Worten handeln? Seltsame Jäger seid ihr. Doch ihr habt Glück. Wir sind die Wart, die Unverbundenen. Zu reden ist unser Schicksal. Vom Gott der Gnade wollen wir euch gern berichten, dem schrecklichen Krieger... den die Verbundenen gerufen haben. Die Verbundenen? Sind das die Gnade, die in der Kolonie leben? Ganz genau, Klick-Klick. Eines Tages begab es sich, dass ein verletzter Drache in der Nähe der Kolonie vom Himmel fiel. Die Verbundenen waren in heller Aufregung. In ihrer Panik stießen und stoßen sie auf den hilflosen Drachen ein. Vermutlich eines der Biester, die Ishgard angegriffen hat. Gar nicht so über diese Gnade. Die Drachen sind mächtig gewesen. Seit jeher haben wir Gnade sie gefürchtet. Doch an jedem Tag erkannten die Kolonie, ein geschwächter Drache kann getötet werden. Klick. Also fassten sie einen Entschluss. Man würde den Rat der schwarzen Männer befolgen und den Gott der Gnade beschwören. Es sollte das Schwert sein, das die Drachen vom Himmel holt. Dies alles geschah, um die Kolonie auszuweiten. Um ihren Ruhm und ihre Macht zu mehren. Doch der Gott der Gnade forderte hohen Tribut. Sein Hunger nach Kristallen wiegt weit schwerer als die Nutzen dieses Krieges. Wir Wart hießen sein Tun nicht gut. Ah ja, ja, okay. Und um welchen handelt es sich? Oh, mal kurz gefragt.
hier ist wieder eine Quest für eine Windätherquelle. Wie viele Quests für Windätherquellen haben wir jetzt? 2. Und das sind wahrscheinlich wieder 5. Eine könnten wir bestimmt durch die Hauptquest kriegen. Das wird wahrscheinlich die letzte sein. Okay. Gut. Auch ich rief einst ein Primär eben herbei, wissend, dass es dem Planeten lebensnotwendige Energie entziehen würde. Ich hielt es für notwendiges Übel, für das ich irgendwann Buße tun wollte. Doch wenn es stimmt, was der Älteste sagt, handelt die Kolonie einzig aus territorialer Gier. Ich glaube nicht, dass sich die Gnade der Konsequenzen ihres Handelns bewusst sind. Nun, vermutlich steht es mir nicht zu, in dieser Sache zu urteilen. Ich habe genug gesündigt. Gräme dich nicht. Auch mein Großvater griff auf der Karte nur Heide zum letzten Mittel. Er wollte die 12 beschwören, um die 7. Katastrophe abzuwenden. Ich kann dein Handeln durchaus nachvollziehen. Nicht jedoch das der Gnade. Wenn es ihnen wirklich nur um eine Ausweitung ihres Herrschaftsgebiets geht, sie sich nicht darum scheren, dass dem Planeten geschadet wird, dann muss ihnen ein Riegel vorgeschoben werden. Du hast recht, Regen, Kleiner. Schließlich kannst du dich entspannt zurücklehnen, während die Kriegerin des Lichts die Drecksarbeit übernimmt. Oder hattest du vor, dem Primär selbst gegenüberzutreten? Dann habe ich nichts gesagt. Nein, ihr habt recht. Ich bin wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Hedaria sich dem Primär ihr stellt. Das war vermessen von mir. Ach, wieso? Ich werde doch sowieso nicht gefragt. Was meinst du? Es wird einfach nicht kühl irgendwie. Nee, leider nicht. Ja, wir stellen uns den Prima her. Aber hier unten bei mir wird es jetzt auch langsam wärmer. Aber dafür ist es draußen jetzt angenehm. Also draußen ist es jetzt echt schön. Was hältst du davon, mich gegen den Prima hier kämpfen zu lassen? Auch ich gebiete über die Kräfte des Transzendierens. Ich habe noch etwas gut zu machen. Wenn du mir beistehen würdest, hätte ich natürlich nichts dagegen. Im Herz aus Eis brennt das Feuer der Aufopferung, viel rührend. Doch viel lieber, wirst du den Primär zu einem Kampf gegen dich bewegen. Er wird dir kaum per Kontaktperle antworten. Wir sollten uns bei den Bewohnern hier umhören, wie man ihrem Gott begegnen kann. Dabei kann auch ich mich nützlich machen. Ganz schön eifrig, der Kleine, das muss man ihm lassen. Ja, in der Tat. In der Tat. Immer dieses, willst du in eine Gilde? Willst du in eine Gilde? Ja, wenn will ich in eine Gilde von Leuten, die ich kenne? Leute. Mann, oh. Ich bin kein Gildenmensch. Dafür bin ich manchmal einfach zu unregelmäßig da. Was heißt unregelmäßig? In FF14 geht's ja. Bin ich jetzt blind? Ah, da! Okay, dann einmal in die Richtung.
Aber wie gesagt, lange mache ich auch nicht mehr. Ich würde es so ein bisschen Schlaf kriegen, sofern es möglich ist. Ich glaube, wir machen einfach nur noch diese Quest hier zu Ende. Je nachdem, wie sie ändert jetzt. Wenn sie in der Indie oder so ändert, dann eher weniger. Okay, da wieder zurück. Du, Teilchen. Ja, hier. Hast du. Tada. Gut, das hier nehmen wir noch an. Warte mal. Da hinten möchte ich auch einmal kurz hin. Jetzt nehme ich noch eine blaue Quest. Und vielleicht ist das nämlich auch wieder eine Quest für Ether, Dinges, Bummes. Kristall. Frage ist nur, wo befindet sich das Ganze? Eine sehr gute Frage. Na, ich nehme einen oben. Okay. Oder hinten. Ja, okay, weiß ich leider jetzt nicht. Gut. Denn. Würde ich sagen, mache ich für heute Feierabend.